Nachname des Lehrers und Schule eingeben. Und dann raus damit. Dr. Heiner Zech. Albert Einstein. Gymnasium. Senden? Na klar, raus damit. Okay. Die Leute in der Schule werden sich totlachen, wenn sie den gepippten Zech in der Zeitung sehen. Warte mal. 5 Lehrer kommen ins Finale und werden dann interviewt. Gar nicht gut. Heiße Welt. Wir haben unsere E-Mail-Adresse gar nicht angegeben. Weiß ja keiner, dass wir dahinter stecken. Ich glaube, ich kriege einen Lachkrampf, wenn ich Zech morgen vor mir sehe. Wenn der wüsste, dass er bei Taukel mitmacht. Nee, wenn der wüsste, wie gut er aussehen könnte. Hey, und wie gut wir später aussehen werden. Stimmt, so eine Shoppingtour am Morgen hat schon was. Warte mal kurz. Oh no. Hiermit bedanken wir uns für eure Anmeldung bei Taukel und bestätigen das bla bla bla. Wir werden uns bei euch und eurer Schule melden, wenn euer Favorit unter den ersten 5 ist. Ich dachte, du hättest unseren Namen nicht eingegeben. Wahrscheinlich habe ich vergessen, die E-Mail-Adresse zu unterdrücken. Oder der Computer hat sie von alleine eingefügt. Was weiß ich, ich kenne mich doch damit auch nicht aus. Mist. Das gefakte Profil nimmt doch eh keiner ernst. Da meldet sich bestimmt niemand. Und was ist, wenn doch? Wenn Zech das mitkriegt, steckt er uns ins Augustinerkloster. Er darf nur nicht unter die ersten 5 kommen.